Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Die Mavs haben ein Problem. Die Mavs haben sogar viele Probleme, die zum Großteil kaschiert werden von einem Luka Doncic. Ein Luka Doncic, der der Organisation und den Fans immer das Gefühl gibt, wenn alles irgendwie perfekt funktioniert, dann können wir einen tiefen Playoff-Run hinlegen. Dann können wir vielleicht sogar um den Titel mitspielen. Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Fehler. Wir sprechen heute über die Kaderzusammenstellung. Wir sprechen über Vertragslaufzeiten. Wir müssen darüber reden, was sich in Zukunft auch generell im Kader ändern muss. Ja, ich würde mal sagen, Mavs-Fans wird dieses Video nicht gefallen. Ich glaube allerdings, dass ihr mir auch in vielen Bereichen zustimmen werdet. Schauen wir kurz gemeinsam auf die Western Conference. Du befindest dich jetzt gerade eben auf Rang 8, wenn ich heute das Video aufnehme. Es ist im Westen unglaublich eng, also du bist bloß ein paar Spiele davon entfernt, auch unter den Top 4 zu sein. Du bist aber auch nur ein paar Spiele davon entfernt, komplett aus den Playoffs rauszurutschen. Und das ist auch so ein Ding, was bei den Mavs mir in der Saison extrem auffällt. Diese ständigen Up and Downs. Wenn da mal alles funktioniert, Luka ist fit, Maxi Kleber sitzt natürlich leider ein paar Wochen schon verletzungsbedingt raus, der fehlt defensiv an allen Ecken und Enden. Aber wenn dann die Rollenspieler ein bisschen überperformen, ihre Dreier treffen, dann ist plötzlich diese Euphorie da. Und diese Euphorie, die darf bei den Fans auch durchaus sein und auch bei den Spielern. Aber als Organisation, als Nico Harrison, Mark Cuban, Jason Kidd, muss ich trotzdem sagen, hey, okay, passt. Geil, dass die Jungs gerade eben, dass es gerade so funktioniert. Aber wir müssen schauen, was machen wir mit Christian Wood? Was machen wir mit den Verträgen von Tim Hardaway Jr., von Davis Bertans und so weiter und so fort? Wir gehen gleich gemeinsam durch und da werdet ihr mal sehen, wie viele von diesen Spielern man eigentlich behalten möchte mit den aktuellen Leistungen, die sie zeigen. Und da möchte ich auch einfach mal die Franchise-Führung kritisieren, dass die einfach mal wirklich den Arsch in die Höhe bekommen müssen. Egal, ob das Luxussteuer ist, egal, ob das Trades ist, egal, ob das die Free Agency ist und so weiter und so fort. Also, Rang 8, alles möglich nach oben und nach unten. Aber was ich eigentlich sagen möchte, egal wie die Saison für die Mavs ausgeht, ob die jetzt an Rang 4 landen, Rang 3 oder Rang 7, 8 und dann ins Play-In kommen, das ändert ja nichts an der Kaderzusammenstellung und an den ganzen Problemen. So, bevor wir weitermachen, habe ich eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar gibt es bei Engelhorn neue Jerseys und in der Woche kommen sogar die All-Star-Jerseys rein. Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und so weiter und so fort. Das Stephen Curry-Jersey, was ihr jetzt ein paar Mal auf dem Feld gesehen habt, also nicht, dass ihr auf dem Feld wart, aber wenn ihr es gesehen habt, das, was Stephen Curry anhatte, ist auch hier mit drinnen. LaMelo Ball ist am Start. Franz Wagner wurde nochmal, es war jetzt schon zweimal ausverkauft, ist das dritte Mal jetzt hier im Online-Store. Schlagt einfach zu. Ich meine, das ist Franz Wagner. Klar, dass das Jersey unglaublich beliebt ist. Luka Doncic gibt es in drei unterschiedlichen Versionen. Wie gesagt, in der Woche kommt dann noch die All-Star-Fassung. Schlagt da gerne zu. Wenn ihr Bock habt, mich zu supporten, ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung oder auch als Kommentar angepinnt. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal direkt rein in den Kader der Mavs und gehen durch. Luka Doncic, ja, muss man natürlich überlegen, ob man den behält. Nein, Luka bisher überragende Saison. Er ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Und ich sag's auch nochmal, er kaschiert so viele Probleme. Und ich erwische mich ja selber oft dabei, dass ich mir so denke, hey, mit Doncic, wenn alles irgendwie optimal läuft, dann ist eigentlich alles möglich. Aber wenn man dann nochmal wirklich sich ein bisschen zurücknimmt und es versucht, objektiv zu betrachten, dann ist es einfach nicht so. Luka, super. Spencer Dinwiddie, ich find Spencer Dinwiddie spielt eine total geile Saison, wird mir viel zu wenig drüber gesprochen. Wir können hier einmal über die Stats drüber schauen, 17,6 Punkte. Gute Quoten aus dem Feld, besonders gute Quoten from Downtown. Er ist mit der beste Dreier-Shooter bei den Mavs, kann vor allen Dingen auch seinen Wurf selber kreieren, hat jetzt auch überzeugt in Abwesenheit von Luka. Das Spiel gegen die Phoenix Suns war echt nicht schön anzusehen, aber Spencer Dinwiddie hatte hier wirklich einen geilen Abend. 5,4 Assists, 1,7 Turnover. Also ich bin komplett happy, auch mit meiner Einschätzung vom Sommer. Ich habe gesagt, Spencer Dinwiddie kann diese Rolle. Er kann diese Rolle spielen und vor allen Dingen, er ist halt immer da. 50 Spiele, keiner hat mehr gemacht. Und da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz über den Punkt reden. Jalen Brunson. Natürlich wäre es schön gewesen, Jalen Brunson zu behalten. Aber er wird mir einfach zu viel drüber geheult. Ja, Jalen Brunson ist ein guter Spieler und ich schaue ihn auch unglaublich gerne zu bei den New York Knicks. Aber Jalen Brunson hätte nicht alle deine Sorgen beseitigt. Vor allen Dingen ist Jalen Brunson 1,88 Meter großer Point Guard.
der defensiv immer anfällig ist. Und da nehme ich einfach all day, every day, wenn es um den Two-Way-Aspekt geht, nehme ich Spencer Dinwiddie. Wäre natürlich geil, wenn man alle drei hätte. Das wäre das Wunsch-Szenario. Aber bloß, wenn man jetzt Jalen Brunson, weil ich lese es so oft, ja, hätte man Jalen Brunson im Sommer behalten, das hätte nicht alle deine Probleme gelöst. Das will ich einmal nur ganz kurz noch erwähnen. Gehen wir wieder zurück zur Übersicht. Also Luca, klar, Spencer Dinwiddie, klar, Tim Hardaway Jr. Ich mache es jetzt einfach kurz. Da ist die Tür. Bertans, da ist die Tür. Christian Wood, ich hoffe, sie haben sich jetzt mal mit ihm auseinandergesetzt, weil Christian Wood, sein Vertrag läuft aus. Und bis zum 9.2. Trade Deadline, das sind jetzt noch, keine Ahnung, 11, 12 Tage. Und entweder einigst du dich mit ihm, dass man über den Sommer hinausgeht, was ich tun würde. Ich finde, Christian Wood spielt eine gute Saison, defensiv. Aber ich finde, defensiv gibt es einfach Konstellationen, wenn vor allen Dingen Maxi Kleber auch wieder da ist, wo man ihn durchaus spielen kann. Und jetzt einfach, ich bin gespannt. Das ist auch wieder Aufgabe der Vereinsführung, weil wenn du Christian Wood im Sommer dann einfach gehen lässt, andere Franchise nehmen dir den mit Handkuss. Das kann ich euch versprechen. Also da bin ich mal gespannt. Den musst du natürlich irgendwie behalten. Dorian Finney-Smith würde ich auch behalten, einfach weil er defensiv unglaublich wichtig ist. Aber offensiv habe ich ihn auch schon mal besser erlebt. Dwight Powell, sein Vertrag läuft aus. Reggie Bullock, sein Vertrag, ich glaube, der ist in der nächsten Saison nicht mehr voll garantiert. Genau, teilgarantiert. Ja, also ich bin Reggie Bullock. Aus meiner Perspektive werde ich einen Trade bekommen. Tschüss und auf Wiedersehen. Maxi Kleber hat jetzt seine Extension unterschrieben im Sommer. Der spielt jetzt noch für die 9 Millionen. Und dann ab 2023, 2024 hat er eben diesen 3-Jahres-Vertrag für 33 Millionen. Bei ihm ist er da unglaublich schade. Maxi ist halt zu oft verletzt. Wenn wir jetzt auch mal hier schon der 22 Spiele gemacht. Gerade eben haben wir gesehen bei Spencer Dinwiddie 50. In der letzten Saison 59. In der Saison davor 50 Spiele. Und er ist einfach zu wichtig. Wenn man sich aktuell die Mavs-Defense anschaut, ohne Maxi Kleber. Und er ist einfach ein wirklich großer Grund, warum es gerade defensiv so katastrophal aussieht. Weil er einfach jemand ist, der am Perimeter verteidigen kann. Und der unglaublich agil ist, laterale Bewegungen, gute Fußarbeit, der am Korb überragend verteidigt, der von der 1 bis zur 5 wirklich, ja doch, ich würde sagen, Max, also außer er steht jetzt irgendwie gegen absolute Monster wie Joel Embiid und er funktioniert an der Seite von Luca so perfekt wie fast keiner in diesem Team. Deswegen ist es sehr, sehr schade, dass er so viel verletzt ist. JaVale McGee, da ist die Tür. Habe ich im Sommer leider auch falsch eingeschätzt. Man sieht da jetzt, wie wenig Wertschätzung er von Jason Kidd bekommt, da muss man schnellstmöglich irgendwie zusehen, dass man den losbekommt. Josh Green, für mich ganz klar die Zukunft bei den Mavs weiter aufbauen. Wenn ich sehe, wie der sich in den letzten 20, 30 Spielen entwickelt hat, dann prognostiziere ich dem wirklich eine große Zukunft. Als sekundärer Ballhändler, als Scorer, als Verteidiger, ich liebe Josh Green. Nili Kina, finde ich, für die Kohle kann man sogar auch behalten. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft denn der sein Vertrag noch? Ich glaube, der läuft auch aus, oder? Ah, okay, macht sich nicht auf, machen wir schnell weiter. Jaden Hardy auch. Also wenn wir jetzt mal durchgehen. Luca, Dinwiddie, Christian Wood, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Josh Green, Jaden Hardy. Das bedeutet 7 Spieler. Das heißt, du kannst den halben Roster kannst in die Tonne hauen. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Und ich weiß auch nicht, was ist der Plan von Mark Cuban und Nico Harrison, ne? Weil die Free Agency, ich meine, wir kennen, wie lange verfolgen wir jetzt Basketball? Wann ist jemals schon mal ein großer Free Agent nach Dallas zu den Mavs? So, das bedeutet, du musst mit Trades arbeiten. Das bedeutet, du musst bereit sein, Luxussteuer zu zahlen. Du musst bereit sein, Picks abzugeben. Und wie lange will man warten? Die Frage müssen sich die Mavs beantworten. Wie lange will vor allen Dingen Luca warten? Ich sag euch, dieses... Ich traue dem Ganzen nicht. Doncic spielt jetzt noch 1-2 Jahre und wenn er dann merkt, da geht nichts, ich bin mir ziemlich sicher, dass Doncic dann irgendwann sagt, also ich meine, er hat jetzt auch schon ein bisschen Druck ausgeübt und hat gesagt, ich weiß nicht, in der PK, weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber man merkt schon auch diese Unzufriedenheit bei ihm. Ja, und klar, du bist die ganze Zeit davon abhängig, dass deine Rollenspieler die Dreier treffen. Wenn die nicht fallen, dann gibt es irgendwie nur Luca, Luca, Luca. Dann mal Spencer Dinwiddie, wenn er auf dem Feld steht, der dann mal über den Drive geht. Dann mal Christian Wood, der selber kreiert. Aber ansonsten, ne, hast du da, gucken wir gemeinsam kurz auf die Quoten, ne, der Mavs, hast du einen Tim Hardaway Jr., der nicht mal 40% aus dem Feld schießt, 35,4% from deep.
Mir ist es nicht genug, bei einem Spieler, der fast 8 Attempts pro Spiel nimmt, 35,4%, außerdem defensiv total manchmal schläfrig und gefällt mir in vielen Spielen gar nicht. Dorian Finney-Smith trifft seinen Dreier auch gerade eben unterdurchschnittlich. Josh Green habe ich gerade eben gesagt. Ich liebe Josh Green. Reggie Bullock hat manchmal einen Abend, da trifft er, keine Ahnung, 5 von 7. Und dann hat er wieder 3 Spiele, da trifft er 0 von 5, 0 von 6, 0 von 4. Das ist einfach alles so unkonstant. Bertans kannst du defensiv überhaupt nicht spielen. JaVale McGee habe ich gerade eben schon erwähnt. Kannst du vergessen. Hat Jason Kidd jetzt, glaube ich, auch schon mit der Minutenverteilung relativ eindeutig gemacht, dass das Kapitel relativ schnell wieder geschlossen wird. Ja, und so sind die Mavs einfach gerade eben in einer Situation, in der ich mir denke, du musst was machen. Und vor allen Dingen, du darfst dich nicht davon blenden lassen, dass wenn dann alles funktioniert, dass du dann natürlich unter die Top 4 kommen kannst. Und sicherlich die zweite Runde oder wenn sogar alles optimal läuft, die Western Conference Finals. Und da will ich einfach was sehen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja Max, dann mach doch Vorschläge. Ja, könnt ihr vielleicht sagen, aber ich habe die Mavs nicht in diese Kacke hineinmanövriert. Weil wenn ihr euch mal die Verträge anschaut, du hast hier den Vertrag von Maxi Kleber, 3 Jahre. Du hast den Vertrag von Tim Hardaway Jr., der läuft noch 2 Jahre. Du hast den Vertrag von Bertans, der läuft noch 2 Jahre, allein wenn ich mir das vor Augen führe. Du hast den auslaufenden Vertrag von Dwight Powell. Würde mich nicht wundern, wenn die mit Dwight Powell verlängern und am besten nochmal für die gleiche Kohle. Behalt von mir aus Dwight Powell, aber für wesentlich weniger Geld. Ist meine Meinung. Ich bin kein großer Dwight Powell-Fan. Reggie Bullock, seht entweder weniger Kohle oder Traden. Dann hast du den Vertrag von JaVale McGee, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und bei Christian Wood musst du dich jetzt einfach einigen, was machst du? Tradest du ihn, behältst du ihn, verlängerst du, etc., etc. Und da habe ich einfach irgendwie oft nicht das Gefühl, dass die Organisation da wirklich eine Idee, Plan, Struktur hat. So, es ging heute jetzt auch gar nicht darum, wie die Mavs gerade eben aktuell spielen, sondern mir ging es generell so um die Franchise-Führung. Das taugt mir einfach überhaupt nicht. Vor allen Dingen immer diese Euphorie, die dann ausgelöst wird. Wenn die Mavs jetzt die nächsten 5-6 Spiele gewinnen, dann drehen wieder alle am Rad. Es ändert aber ja nichts an dem, was ich euch gerade eben erzählt habe, dass Tim Hardaway Jr. überbezahlt ist, dass du dich um die Verträge von Christian Wood kümmern musst und so weiter und so fort. Naja, bevor ich mich jetzt im Kreis drehe, lasse ich euch gerne mitdiskutieren. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Und ich diskutiere dann definitiv mit, weil mich das sehr, sehr interessiert. Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Reingucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Checkt, wie gesagt, gerne Engelhorn ab. Besonders in der Woche, wenn dann die All-Star-Jerseys reinkommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.